Hallo! Samstagabend am 4. Spieltag. TSV Euerdorf gegen Eintracht Bonn. Der natürlich vor dem Freitag 10. Platzierte gegen den 6. Platzierten. Es gab aber viele es gab viele Bewerbungen für die Tabelle. Wir haben da irgendwelche Leute dann jetzt hinzugefügt. Es gab viel Bewegung allein schon in diesem Spieltag. Und nach dem Spiel werden wir wahrscheinlich noch mehr Bewegung haben auf der Tabelle. Insbesondere da so manche Serie vielleicht gebrochen werden könnte. Wir sehen erstmal die Aufstellung von Euerdorf in einem 4-1-2-1-2. Natürlich gibt es da einige Änderungen. Er hat natürlich nicht dabei. Mit der roten Karte darf er ja nicht spielen. Und Halilay vorne ist auch zum ersten Mal Stamm. 4-3-3 bei Eintracht Bonn. Das sieht mir, soweit meine Infos richtig sind, so aus, als wäre das gleich geblieben. Nissen damit Biagi vorne, Tari, Labi im Mittelfeld, Hund im Tor. Ich höre nicht, dass sich meine Regie beschwert. Das heißt, da hat sich nichts Großartiges verändert vom letzten Spieltag. Finde ich gut, habe ich mir gut gemerkt. Und Euerdorf gezwungenermaßen musste einiges umstellen. Da gab es ja einigen Gesprächsstoff nach dem letzten Spieltag wegen dem Foul von Erhard und der roten Karte. Zuerst war das Urteil eine 2-Spielsperre. Aber wegen eines Einspruchs Euerdorf wurde diese Strafe gemildert. Runter zu einer Geldstrafe und einer 1-Spielsperre. Das heißt, Spieltag 5, wenn Euerdorf möchte, wenn der Trainer einig möchte, wieder mit Erhard. Und da wollen wir mal hoffen, dass sie zumindest in diesem Spiel mal ein bisschen für ein bisschen positiveren Gesprächsstoff sorgen. Dame. Oder halt, wenn, am besten halt dann gar kein Gesprächsstoff. Das wäre vielleicht auch mal nett für Euerdorf. Bei deren Saison ja gut angefangen hat. Dame jetzt mit einem Schuss, aber nicht im Netz. Euerdorf mit einem 2-Sieg gegen Dassau gestartet, aber die letzten 2 Spiele endeten jeweils 3-1 gegen Euerdorf. Gegen Sprockhilfe und gegen Renitopia. Während Bonn zwar viele unterschiedliche Ergebnisse hatte, mit einem 2-1, 3-2 und 2-2, jeweils Sieg, Niederlage, Unentschieden! Da fliegt, da rollt, da springt der Ball, der macht alles und geht ins Tor. Das, was Euerdorf nicht haben wollte. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da ist man nicht schnell genug, um den Ball vorm Eintreten ins Tor zu hindern. Und Asgar wünscht sich, der hätte dort vielleicht mal eine Hand hingehalten, dass es da zum Strafstoß kommt. Weil der wäre wahrscheinlich, da wäre es natürlich eine 50-50 Chance, dass der Ball da nicht reingeht. Da wird er sich ärgern, dass er da nicht vielleicht den Strafstoß provoziert hat. So. Aber jetzt Bonn führt 1-0. Wie gesagt, die hatten schon alles miterlebt. Sieg, Niederlage, Unentschieden in dieser Saison, in den ersten 3 Spielen. Aber bislang Liebert der 4. Spieler, der getroffen hat bei Bonn. Alle die 3 anderen Spieler, Nissen, Dame und Biagi, haben jeweils 2 Tore. Und das in den jeweils ersten, zweiten und dritten Spieltag jeweils immer ein Doppelpack.
Sieht so aus, als wäre an der heutigen Spieltag lieber dran, das zu machen. Wenn jetzt Dame nicht den Ball verwandelt, das tut er nicht. Einwurf von Tari. Gibt zu Nissen. Gibt direkt wieder zurück zu Gerbig. Ja, und da stand niemand. Ich weiß nicht, wer diesen dort gesehen hat. Dabei sehen die Trikots von Eurdorf und Bonn gar nicht mal so ähnlich. Das Rot kann man ziemlich gut von dem Schwarz unterscheiden. Das Grün. Ich habe nur Rot-Grün-Schwäche anscheinend. Dann das Trikot von Eurdorf ist definitiv nicht Rot, sondern Grün. Und Grün hat auch gerade getroffen. Halilei. 20. Minute. Versenkt den Ball. Und er stand ziemlich gut, ziemlich perfekt. Und da schaut man bei Bonn nur hinterher. Und schon ist das wieder offen wie ein Buckelwal mit Durchfall. 1-1. Hier ist alles möglich. Wie bei Toyota. Bonn. Oh, Dame will direkt von ein bisschen weiter wegschießen. Wirkt ja schon fast so, als wäre man in den Schlussminuten. Man müsste unbedingt jetzt noch den Sieg rausholen. Dabei sind wir erst in der 25. Und Tari stand im Abseits. Da braucht er sich nicht so beschweren. Da sollte man lieber zu seinem Friseur sich beschweren, weil das ist eine echt grottige Frisur. Aber gut, ich bin ja nicht hier, um die Frisuren zu kommentieren der Spiele, sondern das, was die auf dem Spielfeld produzieren. Hoffentlich provozieren die nicht, weil sonst kriegen sie eine Karte. So. Oh Gott! Da guck ich einmal weg, um zu trinken. Und schon steht Halilei fast gefühlt im Tor mit dem Ball. Was ist da los? Das kam aus dem Nichts und das hätte nicht so passieren dürfen. Na, Tari wird dort gelegt. Schiebt sich da drin. Sagt nichts, macht nichts. Jetzt hat Euro wieder den Ball. Jan. Sucht. Halilei findet ihn. Der findet Fox. Wo gibt er den Ball hin? Ich glaube, das ist Liebert. Nein. Sollte Halilei sein eigentlich und nicht Liebert, aber der kam eher dran an den Ball als Halilei. Pirime. Ah, das Box. Bonn wartet da ab, bis was Eurdorf da genau macht in dem Angriff. Pirime. Gibt eine Ecke. Und das ist natürlich jetzt wieder eine Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aber Yagi hält seinen Kopf hin. Der Ball ist aber noch heiß, wie der Preis. Und Jeremy versucht es einfach mal. Man hat nichts zu verlieren, Hoffmann. Oh, 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 oh. War das Halilei? War der schlimme Finger? Bei Eurdorf? Und so kann man sich auch eine Möglichkeit auf einem Tor verspielen. Indem man die Verteidigung von Bonn verprügelt. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was Halilei gemacht hat, aber es muss ja schon ein Foul gewesen sein, sonst wäre das jetzt nicht abgepfiffen worden. Wobei, es hätte ja auch Abseits sein können, darauf habe ich jetzt auch nicht geachtet. Weil ich auf den Ball fokussiert war und das natürlich das Geschehen am Ball kommentieren müsste.
Sonst könnte ich auch einfach kommentieren, was die Trainer da unten machen. In manchen Spielen wäre das wahrscheinlich sogar interessanter als das Geschehen am Ball. Hier zum Glück nicht. Jan über außen bringt den Ball rein. Aber wieder sind die Bonn-Spieler größer. Hoffmann versucht zu Halilay zu geben. Definitiv der Mann, zu dem alle Bälle hingehen sollen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, Dame. Läuft, hat viel Platz. Willst du Tari geben? Der ist frei! Der ist frei! Und wie frei der ist! 1:2! Und Bonn freut sich nicht nur über das 1:2 und die Führung vor der Halbzeitpause, sondern auch darüber, dass Tari sein erstes Tor gemacht hat. Und das heißt, ja, im vierten Spieltag schafft es nicht ein Spieler, nur ein Doppelpack zu machen. Jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Spieler, die in einem Spiel für Bonn getroffen haben. Ja. Pause. Wir sehen uns nach der Pause. So, die Pause vorbei. Zweite Halbzeit. Mit dem er mich vor der Pause abgelenkt hat und ich die letzten Sekunden nicht kommentiert habe. Was natürlich definitiv nicht meine Schuld war. Steigen wir jetzt wieder voll rein und euer Dorf mit dem zweiten Rückstand in diesem Spiel. Dann. Da ist Halilay. Das ist wieder gefährlich. Ja. Der macht einen Spaziergang mit dem Ball, das ist aber jetzt nicht besonders förderlich. Sorgt aber dafür, dass sich alles da vorne ein bisschen lockert. Auch Halilay gibt den Ball wieder zurück zu Peter. Dana. verliert kann man nicht wirklich sagen. Fehlpass zu Gerbig. Viaggi kriegt dann den Ball nicht unter Kontrolle. Wolfi. Oder wollte ein bisschen angeben, das kann auch sein. Viaggi. Ja, versucht ein bisschen Erdorf zu provozieren. Dame. Oh, gibt den Ball vor, aber da stehen ein paar Verteidiger im Weg. Aber es war eine gute Idee. Das, finde ich gut. Kirimi. Zu Fox. Da gibt den weit nach vorne zu Hoffmann. Der schießt, aber Hund. Ungefährlich hält er den Ball fest. Und Nissen. Auch bei ihm springt der Ball nochmal kurz weg. Gibt weiter zu, versucht weiter zu Dame zu geben. Der kriegt den Ball aber nicht. Aber Feder ist so nett und gibt dann erstmal Bonn eine Ecke. Jesus kommt für Nissen bei Bonn. Und Bonn kriegt einen neuen Versuch, mal ein Tor Schuss zu machen. Dari. Warte, der läuft. Verdängnis ist ein unbekanntes Wort in Bonn. Und dann läuft er wieder. Jetzt macht euer doch einfach mal das, was Bonn gerade gemacht hat. Und dafür kriegen sie jetzt auch einen Freistoß. Wechsel bei euer doch. Hoge kommt für Warte.
dass ja, viele Köpfe, aber nicht wirklich ein Vorstoß in den Strafraum. Dame Tari, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Jesus. Vogel läuft über außen. Heinig hat jetzt den Ball. Jetzt muss die Idee kommen. Er ist ja dafür da, eigentlich für die Ideen. Und Fox zeichnet hier, lässt seinen inneren Messi raus. Und jetzt darf er auch dann vom Platz. Hat genug Können gezeigt. Das reicht für einen Tag. Aber die Ecke kurz gespielt und direkt auch wieder Ball verloren. Und Tari, der läuft. Einfach vielleicht noch ein bisschen laufen können. Die Beteiligung war da jetzt nicht so groß. Und auch Dame, ist da irgendwie ein Zweikampf mit sich selber. Masur. Ja, den gibt zu Tari, der schießt, aber es gab gefährlichere Schüsse von ihm. Dazu muss ich sagen, unser Statistikpraktikant hat mir eine falsche Meldung vor dem Spiel gegeben. Falsche Info, so. Und zwar hat am zweiten Spieltag Dame nicht einen Doppelpack gemacht, sondern Tari hat tatsächlich da ein Tor gemacht. Also Tari hat jetzt ein zweites Tor gemacht in diesem Spiel. Also zweites Tor in der Saison. Also, vergisst alles, was ich über Doppelpacks und so gesagt habe. Halilai, oh, der hält sich da an der Schulter. Das sieht interessant aus. Ja. Aber es scheint so, als hätte er das, was er immer auch abbekommen hat, wieder eingesteckt. Ibad köpft den Ball wieder direkt ins Haus. Hore macht die Ecke. Ja, der will da die Fans hören. Die sehen anfeuern, aber ich glaube, die sind da so ein bisschen enttäuscht, wie wenig in dieser Halbzeit von Euerdorf kam. Im Vergleich zur ersten. Es ist nicht so, dass ausgerechnet wenig kam, aber es ist doch im Vergleich, wenn man das mit der ersten Halbzeit vergleicht, dann doch ein Rückschritt an Chancen, würde ich sagen. Und natürlich, wenn man mit einem Tor zurückliegt, ist das nicht das, was die Fans sehen wollen. Die kümmern sich da auch nicht so wirklich um Statistiken. Schauen nicht nach, ob man mehr Ballbesitz hat als die Gegner und sagen dann, oh, das war doch ein ziemlich ordentliches Spiel. Das Resultat zählt für die Fans hauptsächlich nur. Und da muss man sagen, das Resultat stimmt die Fans nicht glücklich. Heinig. Da außen sucht Anspielstationen. Halilai hält sich dort bedeckt von Bonds Verteidigern. Yaji Tari. Der sucht unten hätte er Position zum Anspielen gehabt, aber da gibt es anscheinend eine Blindheit, dass man die nicht sieht. Hund tanzt dort den Macarena mit dem Ball. Oder was auch immer er dort vorgehabt hatte. Labi. Freistoß. Ist jetzt eine Satz, also eine Wortfolge, die ziemlich oft an sich kommt. Fuß kommt für Dame. Also Labi-Freistoß ist eigentlich eine Folge, die man ziemlich oft hört, aber diesmal war Labi nicht dran schuld. Und Tari hat, so wie ich jetzt mitbekomme, auch was abbekommen. Heinig, was wartet der? Auf was wartet der? Achso. Zieh das zurück.
Ich weiß, weswegen er gewartet hat. Na gut, Freistoß Bonn. Hat sich das auch erledigt. Und da gibt's den Pfiff. Bonn gewinnt 1:2. Wieder hat man nur in einem Spiel 2 Tore geschossen. Aber zumindest reichen diese 2 Tore in diesem Spieltag zu dem Sieg. Und für alle im nächsten Spieltag 2 Tore für Bonn tippen.